Die Lemuren Madagaskars sind die bedrohteste Primatengruppe weltweit. Wir kennen über 100 verschiedene Lemurenarten, vom mausgroßen Mausmaki bis hin zum kindergroßen Indri. Und alle Arten sind auf der roten Liste geführt bis hin zu kritisch bedroht. 98% aller Lemurenarten kritisch bedroht, auch die ganz bekannten wie zum Beispiel unsere Katas hier im Naturzoo. Es gibt derzeit in Europa 2700 Katas in zoologischen Gärten. Sie sind ganz beliebte Zootiere. Die Kinder kennen sie auch aus dem Animationsfilm Madagaskar. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass es wirklich eine bedrohte Tierart ist. Im Freiland leben wahrscheinlich auch nicht mal mehr als 3000 Katas. Um sich eine kleine Vorstellung zu machen, was das für Zahlen sind, das Fußballstadion in Dortmund fasst über 80.000 Besucher. Und nun stelle man sich vor, 3000 Katas in diesem Fußballstadion. Sie wären verloren. Dass diese Lemuren auf Madagaskar nicht verloren gehen, das ist uns als Zoos ein ganz großes Anliegen. Die Insel Madagaskar ist praktisch ein kleiner Kontinent mit verschiedenen Lebensräumen und einer Tierwelt, die zum überwiegenden Anteil nur dort vorkommt. Leider ist Madagaskar auch eines der ärmsten Länder weltweit. 25 Millionen Menschen leben dort, die meisten unterhalb der Armutsgrenze. Derzeit ist Madagaskar auch leider in den Nachrichten, dass eine große Hungersnot insbesondere den Süden dieser Insel betrifft und die Menschen wirklich nicht einmal von der Hand in den Mund leben können, weil nichts mehr da ist, was sie essen können. Die Armut führt dann auch dazu, dass es einen ganz großen Druck auf die Natur gibt. 90% der Fläche Madagaskars ist durch den Menschen verändert bis hin zu komplett zerstört. Das heißt, die Insel bietet auch den Menschen keine Lebensgrundlage mehr. In manchen Bereichen wird Landwirtschaft betrieben, andere Bereiche sind schon regelrecht versteppt. Die Hauptgründe für die Naturzerstörung sind durch den Menschendruck die Abholzung des Regenwaldes und des Trockenwaldes. Holz ist der Hauptenergielieferant, umgewandelt in Holzkohle. Das sind die Hauptfaktoren, eben diese Landzerstörung. Und die Insel brennt. Es wird immer wieder große Feuer angelegt, um damit eventuell Weideland zu schaffen für die Zebus, die Buckelrinder, die bei den Madagassen auch eine große Rolle spielen als Statussymbol und die eben natürlich auch Platz brauchen. Als Zoos bemühen wir uns, den Schutz der Natur und die Rettung der bedrohten Tierwelt zu unterstützen. Uns liegt daran, dass unsere Tiere, die wir hier in Zoos halten, zum einen ganz wichtig Botschafter sind für die Insel Madagaskar, für ihre Art und eben hier bei den Besuchern Aufmerksamkeit erzielen und auch eine Bereitschaft, vielleicht Naturschutzprojekte auf Madagaskar zu unterstützen. Wir hier im Naturzoo haben ein kleines Budget, aus dem wir auch Naturschutzarbeit vor Ort finanzieren können. Aber auch wir freuen uns über jede Unterstützung durch die Besucher, über Beträge, die wir dann weiterleiten an Naturschutzorganisationen, wie zum Beispiel HelpSimus, bei denen die Hauptart der große Bambuslemur ist, an AEECL, bei denen die Hauptarten, die betroffen sind, die Blauaugenmakis sind, oder an Impact Madagaskar, bei denen Mongotsmakis und Sifakas die Hauptarten sind, die von den Schutzorganisationen unterstützt werden. Die Unterstützung der Naturschutzprojekte auf Madagaskar ist natürlich eine ganz vorrangige Arbeit und auch ein Grund, warum wir diese Tiere halten, aber ein ganz wichtiger Grund, warum in Zoos Katas, Waris und all die anderen Lemuren gehalten werden, ist auch, dass wir hier Reservepopulationen für diese Arten aufbauen. Wir haben derzeit 16 Zuchtprogramme für Lemuren in zoologischen Gärten. Das heißt, auch alle Tiere, die hier im Naturzoo gehalten werden, sind Bestandteil eines Zuchtprogramms. Diese Zuchtprogramme sorgen dafür, dass wir in den zoologischen Gärten genetisch gesunde, soweit das möglich ist, und auch Tiere mit großer Verhaltenskompetenz erhalten, die auch einmal zur Verfügung stehen können zur Wiederansiedlung in Madagaskar oder zur Aufstockung der Bestände dort.
Das ist tatsächlich machbar. Die Lemuren sind Tierarten, deren Verhalten zu einem sehr großen Maß auf Instinkt auch basiert. Und mit solchen naturnahen Gehegen, wie wir sie hier im Naturzoo haben, bleiben die Tiere auch trainiert, ihre Sinne wach. Sie können hier unter verschiedenen Pflanzen auswählen. Sie können ihre Sprung- und Bewegungsfähigkeit immer trainieren. Und sie leben auch in Sozialverbänden, die denen ähnlich sind im Freiland. Das heißt, wir achten darauf, dass wir Tiere hier heranziehen, die eben auch in einer nächsten Generation noch zur Verfügung stehen können und geeignet sind für Wiederansiedlungen und Aufstockungen in Madagaskar. Finanziell unterstützen wir über diese Organisation Aktivitäten überwiegend zum Stabilisierung der Bevölkerung. Es sind Bildungsprogramme, um die jungen Madagassen eben zu informieren und auch sie für eine Zukunft überlebensfähig zu halten, die auch erkennen, dass man auch aus der Natur ein Überleben für sich selbst sichern kann. Ja, es ist sogar unabdingbar. Es sind zum Teil auch Ökotourismusprojekte, sodass die Madagassen zum Beispiel trainiert werden als Guides für Touristen, die die Reservate auf Madagaskar besuchen wollen, die ihnen also die Tiere zeigen. Wichtig eben, dass auch eine gewisse Lebensgrundlage den Menschen geboten wird, sodass der Druck auf die Natur und eben auch auf die Tiere dann etwas genommen wird. Und es ist wirklich eine große Herausforderung. Wir sind aber sehr zufrieden zu sehen, dass manchmal gerade kleinere Projekte es sind, die zu großem Erfolg führen. Einmal im Jahr gibt es den World Lemur Day und sogar ein Lemur Festival. Das sind Tage, Aktionen, die eben auf die Lemuren Madagaskars, ihren hohen Bedrohungsstatus und die Schutzmaßnahmen hinweisen sollen. Und das tun sie sehr effektiv. Man entdeckt sie in den Social Media unter dem Hashtag World Lemur Day. Die Zoos bieten Informationsveranstaltungen, aber auch auf Madagaskar finden Veranstaltungen statt, manchmal sogar wirklich sehr fröhliche, frohe Feste, die in Dörfern, Städten, Gemeinden oder auch nur zwischen einzelnen Personen stattfinden, initiiert und unterstützt, eben auch durch solche Naturschutzaktivitäten. Und es ist etwas ganz Wichtiges, dass man eben Naturschutz auch als etwas Positives, als etwas Zukunftsweisendes und ja in dem Sinne auch etwas, was man feiert, darstellt. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Lemuren natürlich nicht nur am Lemur Day besuchen, sondern ganz häufig die Zoos besuchen. Und Sie tun damit etwas Gutes, denn eben die ganze Aufgaben, die die Zoos haben, bis hin eben zu den Naturschutzaufgaben vor Ort, können wir nur erfüllen, wenn wir Ihnen hier die Besucher ansprechen, die Besucher uns besuchen, uns damit auch finanziell unterstützen. Immer geht ein kleiner Teil Ihrer Eintrittsgelder in den Artenschutz und in den Naturschutz über. Und wenn Sie dann unsere Partner auch gerne über uns weiterhin unterstützen wollen, freuen wir uns und wir versichern, es kommt den Lemuren zugute.